Herzlich willkommen zu diesem Video. Klimawendezeit, warum wir auch bei Entwicklungshilfe und Ernährung umdenken müssen. Das ist das letzte Video in der Videoserie. Und hier möchte ich die einzelnen Puzzlesteine zu einer Systemsicht zusammenfügen und daraus die Konsequenzen ableiten. Wir haben eine ganze Menge dieser Konsequenzen schon gesehen. Hier möchte ich sie sozusagen ein bisschen kompaktieren und zusammenführen. Nochmal der Blick auf die Agenda bisher. Die Frage war ja, wie können wir die großen Herausforderungen der Menschheit meistern? Klimawandel, Wachstum der Weltbevölkerung, Energiewende, Umgang mit der knappen Landfläche und Hungerbekämpfung. Und die Frage ist am Ende, was ist politisch und individuell zu tun? Das möchte ich genau in diesem Video ansprechen, eben Systemsicht und Konsequenzen behandeln. Startpunkt soll dabei eine Folie sein, die ich in dem letzten Video schon gezeigt habe, wo es darum ging, eben das Wechselspiel zwischen Verhalten und Technologie zu sehen, wo wir gesehen hatten, dass um halt eben mit der knappen Landfläche umzugehen, es unausweichlich ist, dass wir unser Verhalten ändern müssen, eben zwei Kinder maximal und pflanzenbasierte Ernährung. Zu den zwei Kindern nochmal sehr ausdrücklich gesagt, natürlich muss jedes Kind willkommen sein, das kann nicht anders sein. Einerseits, auf der anderen Seite, wenn eine Ethik wirklich sinnvoll sein soll, dann muss sie für alle Menschen gleichermaßen gelten. Das heißt, wir können nicht nur von anderen fordern, dass sie ihre Kinderzahl beschränken, das muss auch bei uns so sein. Das heißt, wir können nicht mehr stolz darauf sein, drei Kinder zu haben. Natürlich darf man es nicht an den Kindern auslassen, das ist auch ganz klar. Und ich habe es schon mal gesagt, ein zweites Kind kann sich ja eben zufällig als ein Zwilling herausstellen. Da kann man auch nicht viel dran machen an so einem Kind oder Verhütung mag man versagen oder was auch immer. Also, aber man darf nicht mehr stolz darauf sein, es darf nicht mehr das Lebensziel sein, mehr als zwei Kinder zu haben, wenn wir denn in einer begrenzten Welt leben und diese Begrenztheit der Ressourcen auch wirklich realisieren und letztendlich an uns heranlassen, sodass sie unser Leben beeinflusst. Damit sehen wir, dass wir zwei sehr unterschiedliche Perspektiven eigentlich haben. Bei der Energiewende war es ja so, dass wir die vorhandene Technologie in die breite Masse, in die Fläche bringen mussten. Die Verhaltensänderung, das Energiesparen beispielsweise, das erleichtert zwar die Energiewende, aber das Wesentliche ist halt die technologische Frage. Auf der anderen Seite bei Landfläche und Hunger haben wir gesehen, das Wesentliche ist eigentlich die Verhaltensänderung, die unabdingbar ist. Dabei ist natürlich die Technologie auch immer gefordert. Ja, die landwirtschaftliche Produktivität muss ständig steigen, das ist auch klar. Ja, und je mehr sie steigt, desto weniger müssen wir vielleicht bei dem Verhalten uns ändern. Aber das ist nur, ich sag mal, ein kleiner Einfluss bezogen auf das, was wir hier mit der Verhaltensänderung hinbekommen können. Um das nochmal zu sagen, 80% der Landfläche, die wir nutzen, ist ja für die tierbasierte Ernährung, also 80% der Landfläche für die Nahrungsmittelproduktion ist für die tierbasierte Ernährung, liefert aber nur 17,5% der Kalorien am Ende des Tages, also völlig ineffizient. Das leisten wir uns quasi auf Kosten der Menschen am anderen Ende der Erde, wie ich es immer sage, die dann halt eben notversorgt werden müssen. Damit sind wir letztendlich auch verantwortlich für solche Dinge, wie sie hier gezeigt sind. Ja, wenn wir die Triebkraft halt eben erhöhen für die Migration, dann werden die Menschen auch in größeren Mengen zu uns kommen. Das ist gar nicht verwunderlich. Und das hat zu tun, einerseits natürlich mit etwas, was ich auch schon gesagt habe. Wir müssen eine Entwicklungswende quasi haben. Wir müssen die Länder entwickeln, allein damit die Fertilität, die Anzahl der Kinder pro Frau heruntergeht, damit wir das Weltbevölkerungswachstum stoppen können. Das nimmt einmal Druck aus der Migration letztendlich heraus, weil es dann den Leuten in ihren Heimatländern besser geht. Die wollen ja eigentlich gar nicht wirklich unbedingt woanders hin. Die würden ganz gerne eigentlich schon zu Hause bleiben, wenn da die Situation besser wäre. Und auf der anderen Seite sind in manchen Ländern halt eben die Ernährungssituation so, dass die Menschen dort auch nicht mehr ordentlich leben können. Und weil wir halt eben auch letztendlich in einem Art Domino-Effekt den Druck auf die Landfläche dort erhöhen, weil dort dann halt Dinge eher exportiert werden zu uns, als dass man es dort für den lokalen Markt produziert. Und wir außerdem die Preise hochtreiben, dafür, durch dass wir halt Weltmarkthandel haben, für Futtermittel beispielsweise. Zweiter Punkt, wo wir auch letztendlich mitverantwortlich sind für, das sind natürlich wiederum auch dem Druck auf die Landfläche geschuldet, die Buschbrände, die Urwaldbrände in Südamerika, wie sie hier auf so einem Satellitenbild gezeigt sind. Auch das sind wir natürlich letztendlich für mitverantwortlich. Nicht nur wir, aber sozusagen alle, die exzessiv diese Landfläche nutzen. Dabei sind die Auswirkungen bereits heute da, und das ist ganz klar. Das heißt also, Hunger, Migration und Regenwaldabholzung heute
um das nochmal sehr deutlich zu sagen, werden gefördert durch größeren Anteil tierbasierter Lebensmittel, die wir uns leisten, aber halt eben auch durch andere Dinge, die wir hier tun, ja, bei denen wir uns eigentlich ganz gut fühlen. Ja, Bio-Lebensmittel, Biokraftstoffe, Bio-Lebensmittel haben wir gesagt, braucht mehr Landfläche für die leichte Produktion. Biokraftstoffe, die natürlich auch Landfläche brauchen. Auch bei uns finanzielle Förderung von Brachflächen, ja, innerhalb der EU beispielsweise. Dann nehmen wir Landfläche weg, auf der wir was anbauen könnten und kaufen es lieber von woanders ein, die implizit quasi diese Fläche. Oder Kompensation von CO2-Emissionen, die normalerweise mit Flächenverbrauch verbunden sind. Das heißt, wenn ich mit Flugzeug fliege, dann kann ich das CO2 mit einem kleinen Klick und einem gewissen Obolus quasi für irgendwelche nachhaltigen Projekte kompensieren. Und das ist typischerweise etwas, wo dann aufgeforstet wird oder so etwas, wo also auch Landfläche für genutzt wird. Das sind alles Maßnahmen, mit denen wir uns eigentlich ein gutes Ökogewissen erkaufen. Aber diese Maßnahmen sind zu mehr Nachhaltigkeit, also eigentlich positiv, sind nicht ethisch vertretbar und sind nur dann ethisch vertretbar, wenn wir gleichzeitig auf vegane Ernährung umstellen, weil wir damit quasi den Druck aus der Landfläche herausnehmen. Das heißt, ich kann das alles machen, alles super, aber nur dann, wenn ich mich vegan ernähre, weil ich dann dafür gesorgt habe, dass gleichzeitig der Druck aus der Landfläche herausgenommen wird. Das ergibt sich direkt aus den Simulationen, und zwar unmittelbar. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen sinnvoll herüberbringen können. Dabei ist es mir wichtig, dass wir die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen auch tun, weil es halt eben nicht alles nur Klima ist, wie heute sehr viel argumentiert wird quasi. Ich möchte das ein bisschen sortieren, dabei geben die Farben an, wie vorrangig die einzelnen Schritte quasi zu erreichen der jeweiligen Ziele sind. Die Ziele also in diesem Orange. Die wesentlichen Gründe quasi sind die in Grün angegeben und so Nebenziele, die auch positiv sind, aber nicht das Hauptziel eigentlich, wenn man sich es recht überlegt, sind in Grau angegeben. Die Energiewende brauche ich natürlich zur Stabilisierung des Klimas. Die schnelle Energiewende und das Energiesparen brauche ich, um eine geringere Klimaerwärmung zu erreichen, also die Klimaerhöhung maximal zu reduzieren. Nebenbei hat es auch einen Effekt auf die Menge CO2, die ich wieder zurückholen muss, um wieder auf sinnvolle Temperaturen mittelfristig zu kommen und also die längerfristigen Folgen zu reduzieren, über die ich ja in dem entsprechenden Video gesprochen habe. Dabei ist es so, das ist eigentlich ein marginaler Effekt. Ja, wir haben schon so viel CO2 ausgestoßen, dass das, was wir sparen können, bezogen auf die Gesamtmenge, die wir zurückholen müssen, eigentlich nur relativ wenig ist. Da müssen wir nachher vielleicht diese Rückholaktion des CO2 aus der Atmosphäre nicht 200 Jahre machen, sondern vielleicht nur 190 oder 180. Das ist also kein dramatischer Einfluss. Natürlich wesentlich und nennenswert, aber trotzdem nicht dramatisch. Die 180 Jahre, die wir auf jeden Fall müssen, oder das sind einfach so Größenordnung jetzt, die ich gesagt habe, mit denen man rechnen muss. Darauf bezogen ist das ein relativ kleiner Einfluss. Das Wichtige ist aber hier quasi die Klimaveränderung zu reduzieren, um vielleicht noch ein halbes Zehntel oder vielleicht sogar ein Zehntel Grad, wenn wir Energie sparen und die Energiewende schneller machen. Oder vielleicht sogar zwei Zehntel, wenn wir zu langsam wären mit der Energiewende, sind wir schnell zwei Zehntel drüber. So, dann Entwicklungshilfe forcieren natürlich, um das Bevölkerungswachstum zu stoppen und natürlich auch, wie ich es gerade eben gesagt habe, um Migration zu verhindern. Dann das Bevölkerungswachstum stoppen, weil wir nur dann ausreichend Ernährung sicherstellen können. Im Prinzip müssen wir es sowieso stoppen, weil wir nur mit einer stabilen Weltbevölkerung überhaupt es schaffen können, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und dann können wir ja stabile Zustände erreichen. Wenn das immer weiter exponentiell wächst, wie es im Augenblick der Fall ist, dann können wir Nachhaltigkeit ganz fundamental nicht erreichen. Das geht dann einfach nicht. Und natürlich wird dann auch die Energiewende einfacher, aber da die Bevölkerungsszenarien in der kurzen Zeit, wo wir die Energiewende schaffen müssen, eigentlich nur wenig auseinandergehen, macht da dieses Bevölkerungssparen nicht so sonderlich viel oder Bevölkerung reduzieren nicht so dramatisch viel aus. Vegane Ernährung brauchen wir, weil wir nur dann den Hunger besiegen können und gleichzeitig noch genügend Fläche für all die ökologischen Dinge haben, die verfügbar haben, die wir haben wollen, machen wollen: Bioenergie, Biomaterialien, Bioaufforstung, Ökolandwirtschaft, Biodiversität und so weiter. Gleichzeitig macht es auch die Energiewende einfacher, weil ich auf Bioenergie setzen kann, anstelle auf andere, teurere Alternativen. Und ich reduziere den Treibhausgasausstoß, weil natürlich die Rinder insbesondere, das hat sich ja inzwischen rumgesprochen, durch ihre Gase, die im Verdauungstrakt entstehen, quasi wesentlich zur Klimaerwärmung mit beitragen.
Das ist nicht ganz so dramatisch, wenn man sich das anschaut. Also das ist halt, es wird immer gesagt, dass es wesentlich ist, aber wenn man es genau nachrechnet, das ist zwar ein nennenswerter Methananteil, aber das Methan bleibt eh nur 9 Jahre in der Atmosphäre letztendlich im Mittel. Also jedes Methanmolekül bleibt etwa zur Hälfte oder ist nach 9 Jahren zur Hälfte abgebaut. Das heißt, das nimmt relativ schnell ab. Letztendlich, wenn wir also das zurückbauen, ist das, was übrig bleibt, gar nicht so dramatisch. Dann, was wir auch brauchen, ist natürlich die Bewusstseinswende, denn wenn wir alles das parallel ja machen müssen, dann muss uns klar sein, warum. Nur dann haben wir überhaupt die Chance, letztendlich überhaupt zu erkennen, was wir wirklich machen müssen. Wir müssen uns bewusst werden über die Dinge. Und nur dann können wir nämlich alle diese Maßnahmen überhaupt technisch, gesellschaftlich und politisch gleichzeitig und schnell genug umsetzen. Und damit sehen wir eigentlich, es ist halt eben nicht alles Klima. Es gibt sehr viele Ziele, die wir haben. Und das ist ja auch logisch. Wir haben ja diese Sustainable Development Goals der UN, die nachhaltigen Entwicklungsziele. Das haben wir ja quasi. Und das ist halt eben nicht nur Klima, das sind ganz viele andere Ziele auch. Und wir müssen sie im Paket quasi sehen, weil wir nur dann eigentlich sinnvoll damit umgehen können. Okay. Um mir jetzt klar zu machen, was man tun kann, verwende ich immer diese Grafik, die mir so ein bisschen verdeutlicht, wie das Wechselspiel in unserer Gesellschaft ist. Dabei sind einzelne individuelle Akteure gezeigt und Akteure deswegen, also wirklich Individuen, weil Individuen sich entscheiden. Das entscheiden ja nicht Firmen oder Nationen, sondern das sind immer einzelne Menschen, die das machen, die halt eben Bürger, Firmenmanager und Politiker sind. Und da ist natürlich klar, dass die wechselwirken. Die Bürger wählen die Politiker, die organisieren unser Leben. Die Bürger haben Bedarf, die Firmen befriedigen den Bedarf durch ein entsprechendes Angebot. Und wir vermuten oder erwarten, dass die Politiker und die Manager irgendwie so miteinander wechselwirken, dass da eine Kontrolle irgendwie da ist. Einerseits, auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft ordentlich funktionieren kann, um uns all die Dinge zu liefern, die wir benötigen für unser Leben. Es gibt einige weitere Spieler in dem ganzen Wechselspiel, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, die auch eben bestimmte Randbedingungen letztendlich erfüllen müssen und Einflüsse haben auf das Gesamtsystem. Keiner hat jetzt zunächst einmal ursprünglich eine stabile, nachhaltige Entwicklung im Ziel. Ja, das ist die Frage, wie können wir das da hineinbringen? Und das ist einfach die Frage, ja, wie ist das denn? Kann der Politiker das? Wir fordern das ja im Augenblick, ja. Die Fridays for Future, die haben ja auf ihre Fahne geschrieben, protestieren vor den Parlamenten. Macht das überhaupt Sinn? Nun, das kann man sich überlegen, wie das war 2012, 2013. Da haben die Grünen gefordert, an nur einem einzigen Tag in der Woche nur fleischfrei zu essen, also nicht mal vegan und auch nur in öffentlichen Kantinen. Sie haben 2% weniger Stimmenanteil bekommen. Das heißt, der Bürger entscheidet, welche Politik er bekommt, nicht umgekehrt. Firmenmanager, können die das Ganze treiben? Die Firma Lidl hat am Ende 2018 versucht, ihr Bananensortiment auf reine Fairtrade-Bananen umzustellen. Die Konsequenz war, dass die Kunden zum Konkurrenz gerannt sind, weil dort die Bananen 10 bis 20 Euro Cent günstiger waren. Entsprechend hat dann 2019 die Firma Lidl halt diesen Ansatz quasi wieder aufgeben müssen. Und auch da sieht man, es ist der Bürger, es ist nicht der Firmenmanager, der was machen kann. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo Firmen dafür stehen, mit ihrem Namen dafür stehen. Und es gibt auch einen gewissen Anteil, einen kleinen Anteil Bürger, die das natürlich honorieren durch die entsprechenden Mehrkosten, die sie dafür womöglich haben. Aber das sind halt eben bei weitem nicht die meisten und die meisten sind halt gerade eben anders. Das heißt also letztendlich, wenn wir uns das System so anschauen, dann sieht man, wir gucken heute häufig da, wir kritisieren häufig die Firmen und natürlich auch ihre Manager damit implizit. Ja, uns ist meiner Meinung nach viel zu wenig bewusst, dass wir eigentlich diejenigen sind, die das Ruder in der Hand haben. Und ich glaube deswegen, dass wir viel mehr Informationen eigentlich den Bürgern bereitstellen müssen, damit die letztendlich wissen, also ihnen, darum reicht dieses Video letztendlich, dass sie wissen, worum es eigentlich geht. Natürlich, am Ende müssen alle drei Player in diesem Spiel quasi ordentlich zusammenspielen und fun zusammen funktionieren. Alle drei müssen das am Ende das berücksichtigen, eben die Nachhaltigkeit. Aber wir müssen aktuell, wo das ja so ein bisschen unterbelichtet ist, glaube ich, hier ganz klar sehen, dass wir hier viel mehr tun müssen, dass wir eigentlich viel mehr selber realisieren müssen. Ich genauso wie Sie letztendlich, wie wichtig wir in diesem Spiel eigentlich sind. Wir haben die Macht, wir als Bürger haben eigentlich die Macht und das muss uns bewusst werden. Und dann natürlich ziehen wir das gesamte System letztendlich mit hin zu Männerhaltigkeit.
Damit sehen wir eigentlich so als Fazit, dass wir bestimmte Anforderungen für verschiedene Sektoren quasi haben. Die Politik, die muss die Rahmenbedingungen für eine schnelle Energiewende bereitstellen und die Entwicklungswende muss vorangetrieben werden. Das heißt, die Entwicklungshilfe für weniger entwickelte Länder muss halt massiv forciert werden. Im Augenblick ist das marginal. Das bringt also immer gerade nur so viel, dass Länder, die, oder dass der Zuwachs sozusagen an Menschen in den Entwicklungsländern gerade so eben ja, so auf minimales Level gehalten werden. Dass man das wirklich angeht und löst und viel mehr Energie reinsteckt und natürlich auch Geld, ist bisher heute nicht der Fall. Beispielsweise ist ja der Entwicklungshaushalt wesentlich geringer in den meisten Ländern, oder ich denke in allen Ländern, als der Rüstungshaushalt. Dabei ist natürlich nicht nur Geld, sondern es ist auch so, dass wir natürlich beispielsweise in Bildung, Gleichberechtigung der Frau investieren müssen. Nicht nur Geld, sondern auch strukturelle Dinge, die man dann versucht in dem Land zu realisieren. Und da muss man sagen, das hat man erkannt. Die entsprechenden Abteilungen der UN wissen das und versuchen das auch zu realisieren, aber sind halt eben relativ wenig unterstützt da finanziell, weil auch dafür brauche ich natürlich Geld. Dabei muss das auf Augenhöhe passieren. Ich darf halt die Menschen dort nicht nur als billige Arbeitskräfte oder Konsumenten unserer Güter quasi sehen, sondern es muss wirklich um Entwicklung des Systems gehen. Darum geht es heute im Augenblick nicht so, oder nur in Ausnahmefällen, sage ich, oder sagen wir schon auch, aber es gibt viele Sachen, wo halt eben es nicht so ganz optimal läuft. Dann bei den Firmen, die müssen natürlich vorerst einmal diese nachhaltige die Energiewende voranbringen und das möchte ich auch schnell machen. Das heißt, die nachhaltigen Energien auch nutzen, nutzbar machen und natürlich auch nachhaltige Produkte herstellen. Bei den Medien, das war einer der Nebenspieler quasi in dem ganzen Spiel, aber die haben auch eine ganz wichtige Aufgabe auch in diesem Wechselspiel. Sie können insbesondere bei dieser Bewusstseinswende sehr stark fördern, indem sie das quasi immer wieder, jetzt nicht große Lehrveranstaltungen dazu machen, so wie vielleicht diese Videos oder so, das hilft am Ende des Tages nicht, aber letztendlich diese Aspekte immer wieder in die Berichterstattung mit einfließen lassen, immer mit berücksichtigen, den Rückbezug auf das Gesamtsystem quasi zu schaffen, wenn sie auch über irgendwelche Details berichten. Und dabei sind zwei Aspekte ganz besonders wichtig, dass man halt so unsinnige politische Maßnahmen im Kontext von Nachhaltigkeit direkt entlarvt und direkt den Bezug dazu herstellt, wie das denn im Gesamtsystem zu verorten ist und dann eigentlich direkt zeigen kann, dass viele Dinge, die vorgeschlagen werden, halt nicht wirklich sinnvoll sind. Und zum Schluss halt eben auch, dass sie einordnen, die Dinge, die passieren, quasi in die Zusammenhänge des Systems Erde. Auch das letztendlich ist etwas, was vorangebracht werden muss. Individuell haben wir natürlich dann auch Dinge, die wir tun müssen. Das ist so ein bisschen klar geworden, glaube ich, auch im Laufe dieser Videoserie. Einerseits die Bewusstseinswende, die muss ja bei uns ankommen. Wir müssen die Zusammenhänge verstehen und darauf basierend dann eben den eigenen Konsum reflektieren und vielleicht Entscheidungen und Handlungen verändern in der Zukunft. Das muss bei uns ja wirklich persönlich ankommen. Wir müssen realisieren, welche Bedeutung wir da eigentlich haben und dann daraufhin unsere Entscheidungen verändern. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Einerseits die Ernährungswende, das heißt vegane Ernährung und halt eben zukünftig nicht mehr als zwei geplante Kinder. Da hatte ich eben schon eine ganze Menge dazu gesagt. Wir müssen auch persönlich die Energiewende realisieren. Das heißt beispielsweise ein Elektroauto kaufen oder zumindest ein sparsameres Auto, weil man kann sich nicht unbedingt gleich ein Elektroauto leisten, sage ich mal. Die sind ja noch relativ teuer. Dabei muss man darauf aufpassen, also Energiesparer natürlich, dabei muss man aufpassen, dass man die großen Beiträge zuerst macht. Ja, was häufig auch im Rahmen von Klima diskutiert wird, ist beispielsweise Plastiktüten sparen oder Plastikkaffeebecher sparen. Das sind immer nur ein paar Gramm. Wenn wir bedenken, dass wir heute im Weltmittel 5 Kilogramm fossile Ressourcen jeden Tag nutzen, täglich, jeder von uns, in entwickelten Ländern entsprechend mehr, dann ist klar, dass diese 10 Gramm, die wir da vielleicht sparen, das ist eine Marginalie für das Klima. Es gibt Dinge, die viel wichtiger sind. Ja, beispielsweise halt eben ein kleineres Auto kaufen oder auf der Autobahn langsamer zu fahren. Ja, die Temperatur runter zu regeln zu Hause, ein kleines bisschen 1 Grad, also nicht zu überheizen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt in Kauf nehmen muss, dass man friert oder so, aber dass man da ein Übermaß quasi reduziert oder auch investiert da rein, ein Haus zu investieren. Das sind Dinge, da investiert man etwas und man spart dauerhaft damit letztendlich bei allen diesen Maßnahmen. Danach muss man gucken, dass man diese Hauptdinge quasi zuerst macht. Oder der größte Beitrag zum Energiekonsum bei vielen Menschen in entwickelten Ländern ist das Fliegen. Gerade weite Reisen mit dem Flugzeug, das ist häufig ein sehr nennenswert, also mehrere 10% des jährlichen Energiekonsums
der halt eben dafür drauf geht. Insgesamt müssen wir halt eben nachhaltiger entscheiden bei Konsum, beim Handeln und so, also wie wir mit umgehen quasi mit den Ressourcen, aber dann natürlich auch bei den Wahlen, den politischen Wahlen, die wir haben, dass wir da halt auch entsprechende Parteien wählen. Dabei muss man aufpassen, dass man sogenannte Rebound-Effekte vermeidet. Rebound heißt, dass man etwas Gutes tut und dann im Prinzip dadurch, dass man was Gutes getan hat, das Bewusstsein sich ändert und man dann Dinge ineffizienter macht. Beispielsweise, wir kaufen uns ein schönes energiesparendes Auto und da es so schön energiesparend ist, dann machen wir öfter mal ein paar Spritztouren am Wochenende. Ja, das heißt, wir verändern unser Verhalten so, dass wir diesen positiven Effekt teilweise wieder auffressen. Und das darf uns nicht passieren. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Rebound-Effekte sehr bewusst zu vermeiden, weil die sind in uns eingebaut. Wenn wir nicht aufpassen, passieren die einfach. Und natürlich, wenn wir verstehen, wie das System funktioniert und die Dinge begreifen, dann ist natürlich auch sicherlich hilfreich, mehr Menschen damit hineinzuholen ins Boot. Denn wenn wir da einen gewissen Anteil in der Bevölkerung letztendlich haben, dann wird das ein Selbstläufer. Also muss man versuchen, schrittweise einzeln, das ist eine mühselige Arbeit, andere Menschen davon zu überzeugen. Natürlich bei Verwandten, Freunden und Bekannten. Also natürlich erst bei den engeren Menschen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss hat, aber dann hinterher auch immer weitergehend, eben bis hin zu solchen Videos wie hier. Ich glaube, dass es dabei hilft, wenn man die Perspektive verändert. Ja, wir gehen häufig davon aus, dass wir bestimmte Dinge halt eben einfach immer so gemacht haben wie früher. Dass wir ein Recht haben auf bestimmte Dinge, beispielsweise auf Fleisch essen. Das habe ich immer schon so gemacht, warum soll ich das jetzt ändern? Ich brauche mein Fleisch und ich habe ja auch ein Recht darauf. Punkt. Vor allem dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen auf dieser Erde habe ich das Recht halt eben vielleicht eben nicht, wenn da am anderen Ende der Welt dafür die Menschen hungern. Das muss einmal klar sein. Ich glaube, dass es dabei hilft, die Perspektive zu ändern, so wie ich es hier versucht habe, so ein bisschen grafisch darzustellen. Jedem Menschen steht ein bestimmter Anteil der Ressourcen auf dieser Erde zu. Das sind einfach die Gesamtressourcen der Erde, die wir verfügbar haben, geteilt durch die Anzahl der Menschen, die wir nun einmal sind auf dieser Erde. Das ist der jeweils individuelle Anteil an diesen Ressourcen. Und jetzt können wir uns fragen, wie kann ich denn mit diesem Anteil, der mir zusteht, kreativ und nachhaltig umgehen? Kreativ halt eben nicht nur einfach so wie bisher, sondern wie kann ich das denn optimal machen? Was kann ich denn machen, um für mich persönlich das herauszuholen, was mir am meisten Glücklichsein, Befriedigung, was auch immer liefert? Ja? Und wenn ich dann sehe, okay, wenn ich Fleisch essen möchte auf diesem Teil, dann muss ich wirklich hungern, weil ich ansonsten keine Fläche mehr frei habe, dann wird man sich wahrscheinlich schon überlegen, ob man denn auf diesem Teil überhaupt noch Fleisch haben möchte oder ob man dann nicht lieber doch andere Dinge tut. Denn es läuft darauf hinaus, wenn man sich überlegt, dass wenn man Fleisch isst, die eigentlich einem zustehende Fläche halt eben für die restliche Ernährung nicht mehr ausreicht. Ich werde dann nicht meine ausreichenden Kalorien bereitstellen können. Und nachhaltig muss ich es nutzen, weil es halt eben genau der Teil ist, den ich auch meine Kinder vererbe. Ja, die müssen mit dem gleichen Teil ja dann der Ressourcen zurande kommen. Es ist ja genau der gleiche Teil, den ich habe, den die Eltern haben, den sie an ihre Kinder weiterreichen. Und dann ist auch sofort klar, dass bei zwei Kindern Schluss sein muss. Wenn zwei Eltern mehr als zwei Kinder haben, sagen wir drei Kinder, dann stehen ihnen quasi nur noch zwei Drittel der Ressourcen zur Verfügung, die sie hätten, wenn sie nur zwei Kinder wären. Also drei Kinder, das reduziert das, was den Leuten dann zukünftig zusteht. Das ist natürlich nicht das, was wir als Eltern vielleicht wollen sollten. Und ich glaube, dass wenn wir diese Perspektivwechsel schaffen und uns bewusst sind, wie das System zusammenspielt, dass wir dann sehr gute Chancen haben, eigentlich mit sehr wenigen Maßnahmen nachhaltig zu werden. Diese wenigen Maßnahmen, das noch einmal zu sagen, das ist einmal die Energiewende massiv vorantreiben, das braucht sehr viel Politik, uns auch ein bisschen. Entwicklungswende vorantreiben, um das Bevölkerungswachstum zu stoppen, das ist auch eine politische Frage. Und wir selber haben eigentlich zwei Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das ist einerseits die vegane Ernährung und auf der anderen Seite die Anzahl der Kinder zu reduzieren oder begrenzt zu halten. Und wenn wir das tun, dann können wir alle diese Ziele letztendlich erreichen, weil wir dann den Druck aus dem gesamten System herausnehmen. Das bedeutet natürlich die ganzen anderen Dinge, die ich angesprochen habe. Aber diese vier Sachen, das sind die wirklich wichtigen Dinge, die wir tun müssen. Mehr nicht. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf die aktuellen Entwicklungen eingehen. Da wird auch sehr viel darüber diskutiert aktuell, über eben die Covid-19-Pandemie zusammen mit Klimawandel und Energiewende. Und da wird teilweise toll gesagt, ja, wir haben weniger Umweltschäden im Augenblick. Man kann in China sogar auf den Satellitenbildern sehen, dass es dort die Luft sauberer ist. Das ist natürlich toll,
Aber das Fatale ist, dass das halt eben eigentlich zu der Energiewende und den ganzen, der nachhaltigen Entwicklung eigentlich gar nicht beiträgt. Das ist halt eben nicht nachhaltig. Ja. Das ist nur so ein kurzer, eine kurze Momentaufnahme. Das wird womöglich noch ein bisschen anhalten aufgrund der reduzierten Wirtschaft, der Depression, die wir da quasi bekommen, oder Rezession. Aber das ist wirklich keine nachhaltige Veränderung, ganz klar. Ist also nett für den Moment, aber nicht wirklich dauerhaft relevant am Ende des Tages. Das Fatale ist, dass wir halt eben durch diese Pandemie eigentlich Wirtschaftskraft verlieren, durch diesen Lockdown oder Shutdown. Wir brauchen aber eigentlich Wirtschaftskraft, das habe ich im entsprechenden Video zur Energiewende genauer ausgeführt. Wir brauchen aber eigentlich Wirtschaftskraft, um die ganzen Investitionen zu tätigen, die wir brauchen, um die Energiewende voranzubringen. Das fehlt uns. Und wir müssen jetzt letztendlich, obwohl wir sozusagen in eine Rezession hineinlaufen, wie uns die Wirtschaftsexperten im Augenblick sagen, müssen wir trotzdem darauf achten, dass wir die Energiewende und all die anderen Veränderungen eben mit maximaler Intensität letztendlich vorantreiben, wenn wir das Klima irgendwie noch retten wollen, wenn wir noch irgendwie zu einer sinnvollen Nachhaltigkeit und glücklichem Leben für alle letztendlich kommen wollen. Das müssen wir nachhaltig dann halt eben oder nachdrücklich vorantreiben. Ein positiver Aspekt dabei ist, dass wir eben aufgrund dieser Pandemie auch ein neues Wechselspiel letztendlich realisieren können zwischen den individuellen Freiheiten, den kollektiven Konsequenzen und den individuellen Verpflichtungen. Wir sehen halt, dass wir sehr individuell verantwortlich sind dafür, wie wir bei dieser Pandemie quasi in Kontakt mit anderen Menschen treten, und wir wollen gar nicht die Konsequenzen tragen, letztendlich, wenn wir das halt eben nicht ordentlich machen. Ja? Denn das bedeutet ja nicht nur, dass ich einen anderen womöglich anstecke und der stirbt, sondern dass der womöglich weitere noch ansteckt und die dann auch noch sterben. Ja, das heißt, wir können uns persönlich gar nicht leisten, irgendwie da die Verpflichtung, die wir eigentlich haben, nicht zu erfüllen, weil wir die Konsequenzen, für die können wir gar nicht, die in der Gesamtgesellschaft entstehen, da können wir gar nicht für gerade stehen. Das wollen wir letztendlich auch gar nicht. Das heißt, dieses Wechselspiel zwischen der Freiheit, den kollektiven Konsequenzen und den daraus resultierenden individuellen Verpflichtungen gegenüber dem Gesamtsystem sozusagen, das werden wir neu adjustieren, durch die Einsicht, oder haben wir die Chance zumindest, das neu zu adjustieren, durch eben diese Corona-Pandemie. Und das können wir natürlich übertragen auf Klimawandel und Energiewende. Auch da ist es ja so, dass wir selber letztendlich all die Dinge, die Verhaltensänderungen machen müssen. Das betrifft uns selber, das sind unsere eigenen persönlichen Verpflichtungen, die wir letztendlich eingehen müssen, um das Gesamtsystem, eben die kollektiven Konsequenzen, eben das Hungern am anderen Ende der Welt, quasi um das eben zu bekämpfen. Und das bedeutet, dass wir hier in diesen Wechselspielfreiheiten, Verpflichtungen zusammen mit diesen Konsequenzen halt eben auch da dann diese neue Adjustation quasi mit drüber retten können und entsprechend realisieren vielleicht, dass wir es selber sind, die da ganz massiv die Verantwortung für tragen. Damit möchte ich ganz am Schluss nochmal zusammenfassen. Und zwar eben Klima haben wir gesehen, dass, also jetzt die ganze Videoserie, da haben wir gesehen, dass der Klimawandel langfristig passieren wird, dass CO2 zwangsweise zu großen Teilen, nicht alles, aber große Teile aus der Atmosphäre wieder zurückgeholt werden muss, also alles das, was wir mal ausgestoßen haben. Wir haben gesehen bei der Weltbevölkerung, dass die drastisch steigt und dass die Studien halt deutlich zu optimistische Szenarien voraussetzen und deswegen auch immer an der optimistischen Grenze sozusagen uns Ratschläge geben, was fatal ist. Ich habe versucht hier zu zeigen, warum es eigentlich schlimmer ist, als diese Studien es sagen. Dann haben wir gesehen, dass die Energiewende, dass wir die voranbringen müssen, indem wir Technologie möglichst schnell im großen Maßstab realisieren. Ist vorhandene Technologie, eigentlich nichts Neues. Wir müssen nur eine große Menge das quasi machen. Bei Landfläche, Ernährung, Migration, da habe ich gezeigt, dass die Verhaltensänderungen unausweichlich sind und dass die Nachhaltigkeit halt eben von uns allen abhängt, und zwar individuell abhängt. Es ist halt eben nicht nur die Politik, sondern wir selbst sind entscheidend in diesen Wechselspielen. Das bedeutet andersrum, dass wir die individuelle Verantwortung nicht an die Politiker delegieren können. Das geht einfach nicht. Wir selbst sind verantwortlich. Wir können nicht sagen, hallo, du musst die richtigen Gesetze für mich machen, damit ich die befolge. Es gibt auch so psychologische Sachen, die natürlich sagen, das soll so sein. Aber wenn wir das gar nicht wollen, dann kann die Politik das nicht machen. Das heißt, wir müssen zumindest offen dafür sein, dass die Politik halt entsprechende Gesetzgebungen macht. Das heißt, wir können die Verantwortung, die wir haben, nicht vollständig an die Politik abdelegieren, das geht nicht. Wenn man sich das Recht überlegt, haben wir eigentlich kein Recht darauf, nur Rechte zu haben. Ja, und das Fatale ist jetzt, dass die UN-Menschenrechte, die heißen Menschenrechte, und eigentlich steht da auch ein bisschen was zu Pflichten drin, leider nur in so einem Unterpunkt am vorletzten Absatz quasi.
Wir haben auch Pflichten. Diese Menschenrechte sind sehr genau ausformuliert, die Menschenpflichten dagegen nicht. Und ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass wir diese Pflichten sehr deutlich realisieren, die da sind. Ich habe versucht, so ein paar zu zeigen. Und ich glaube, man kann sie auch sehr deutlich machen, letztendlich in Begrenzung der Kinderzahl, Ernährungsgewohnheiten, ja, Energiesparen, so etwas. Das ist eigentlich eine Verpflichtung, die wir haben, im Kontext halt eben des Gesamtsystems. Und damit sind es eigentlich, also da müssen wir quasi in Austausch treten, also in Diskurs treten mit den Menschen am anderen Ende der Welt, beziehungsweise mit unseren Kindern und Kindeskindern, so mental, also gedanklich quasi. Und dann sehen wir, dass wir diese Verhaltensänderung brauchen, dass es also Pflichten sind, die wir eigentlich haben, die wir haben, nicht nur eigentlich, die wir haben, wenn wir denn sozusagen die Menschen am anderen Ende der Welt und unsere Nachfahren quasi noch mit einer ordentlich funktionierenden Welt, mit glücklichem Leben letztendlich versorgen wollen. Das heißt, diese Menschenpflichten resultieren einfach daraus, dass die Ressourcen begrenzt sind. Und damit möchte ich zum Schluss werben und auch Sie bitten quasi, für dieses System sich zu werben und damit letztendlich auch für die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Wenn ihr das so ein bisschen zugesagt hat, was ich Ihnen erzählt habe, möchte ich auch noch die Ressourcen hinweisen. Es gibt einerseits auf YouTube entsprechende Playlists. Da gibt es eine relativ neue, wo ich das auch eben jetzt diese Klimawendezeit-Serie quasi, auch etwas zum Coronavirus ganz neu. Dann habe ich dazu wissenschaftlich publiziert. Das ist die letzte Publikation quasi. Es gibt meine Webseite, wo halt eben auch ein Szenario-Explorer, wo man selber probieren kann, eben die Zukunft besser zu machen, letztendlich runterladbar ist. Ein Excel-Tool ohne Makros, das heißt ohne Viren. Und ein Buch habe ich geschrieben dazu, Klimawendezeit, wo noch viel mehr Details letztendlich ausgeführt sind, viel mehr Quellen hinterlegt sind. Zu dem Szenario-Explorer vielleicht noch ein Wort. Da kann man, wie gesagt, verschiedene Szenarien für die Zukunft entwickeln. Das kann man hier einstellen, wie die Weltbevölkerung sich entwickelt, wie ich die Energiewende vorantreibe, so etwas. Und kriegt dann im Prinzip den Flächenbedarf, den Primärenergiekonsum angezeigt und so einige Hauptdaten, wo man beispielsweise den Klimawandel bis 2100 ausgerechnet bekommt. Das basiert alles auf wissenschaftlichen, auf Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, beziehungsweise halt eben statistische offizielle Daten. Der UN beispielsweise zu großen Teilen. Darauf basiert natürlich auch letztendlich der Vortrag hier. Und Sie können gerne versuchen, ob Sie es schaffen, sozusagen andere Szenarien zu finden, wo ich halt eben beispielsweise ohne vegane Ernährung auskommen kann oder mit dem vollen Fleischkonsum, wie wir es heute machen. Ich glaube, Sie werden sehen, dass das nicht funktioniert. Dabei ist das Besondere, dass dabei immer Warnungen unten auftauchen, quasi, wenn man irgendwie Szenarien gewählt hat, die so nicht funktionieren oder wo man an Grenzen des Systems stößt. Hier zum Beispiel steht, das passiert bei sehr vielen Dingen sehr leicht, Warnung, es gibt nicht genügend Landfläche, um alle Menschen ausreichend zu ernähren. Entweder muss mehr Wald gerodet werden oder mehr Menschen sind unterernährt. Punkt. Und dann weiß man, das Szenario, das geht so nicht, da muss man irgendwie eine andere Einstellung wählen. Ja, beispielsweise die Weltbevölkerung reduzieren, aber dann taucht sofort eine Warnung auf. Hallo, wenn du die Weltbevölkerung so langsam nur wachsen lassen möchtest, dann musst du aber massiv da rein investieren, halt die in weniger entwickelten Länder schneller ökonomisch zu entwickeln. Ja. Diese Dinge, die werden alle tauchen dann quasi auf und dann kann man versuchen, ein optimales Szenario zu bekommen. Man sieht am Ende des Tages, ich glaube, dass das, was dabei herauskommt, ist, wenn wir nachhaltig leben wollen, dann kommen wir nicht drum herum, einige wenige Dinge wirklich als Warnungen, die tauchen als blaue Warnungen auf, voranzubringen. Das ist die vegane Ernährung. Das Bewusstsein dafür schaffen, ist halt eben die Kinderzahl, Weltbevölkerung zu reduzieren, Bevölkerungswachstum zu reduzieren durch intensivierte Entwicklungshilfe, die halt eben nicht nur Geld ist, sondern ein komplexes System, komplexe Hilfen sein müssen, die in das System, die Systeme quasi zu mehr Nachhaltigkeit und mehr Profit und mehr Funktionabilität in den entsprechenden Ländern entwickelt. Dass man ökonomisch sich daraus leisten kann. Halt eben auch den Kühlschrank, um dann die Lebensmittelverluste, die dann vielleicht in den Ländern noch höher sind als bei uns, dass man das weiter reduzieren kann. Solche Dinge beispielsweise. So, da kann man gerne dran probieren, wie man denn die Welt entwickeln lassen kann. Ist jeder eingeladen, da ein bisschen Weltkönig zu sein sozusagen und zu gucken, was man da machen kann. Und dann natürlich zu reflektieren, was das für einen selber bedeutet. Und damit möchte ich noch einige Quellen angeben, also Literatur angeben, die ich geschrieben habe mit Mitarbeitern zusammen und Kooperationspartnern in den letzten mehr als 10 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit, die einige spezielle Aspekte quasi herausgreifen, betonen und bearbeiten. Wen das interessiert, der kann da entsprechend noch eben nachschauen und nachlesen.
Ja, und damit bin ich eigentlich am Ende des Vortrages. Ich hoffe, dass ich Ihnen habe ein bisschen die Zusammenhänge erläutern können. Auch die, ich sag mal, wie soll ich sagen, die Eindringlichkeit dieser und Umgänglichkeit dieser Konsequenzen, die am Ende herauskommen, habe versucht auch klar zu machen, indem ich die Zusammenhänge versucht habe, eben quantitativ zu transportieren. Sie können gerne in dem Szenario Explorer selber probieren, ob Sie es vielleicht noch anders hinbekommen können. Ich freue mich, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind und mir bleibt am Ende der Videoserie eigentlich nur uns und Ihnen zu wünschen, dass wir ein glückliches Leben in mehr Nachhaltigkeit führen können. Und nochmal vielen Dank, dass Sie bis hierher mir gefolgt sind.